Heute beim elektrischen Reporter: Sex, Hip-Hop und Bauern. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Internet ist der Tod der Mittelsmänner, sagt man. Handels- und Verkaufsplattformen, Job- und Wohnungsbörsen bringen Anbieter und Nachfragende direkt miteinander in Kontakt und umgehen so die einstigen Zwischenhändler. Das könnte doch auch bei sexuellen Dienstleistungen funktionieren, dachte sich eine junge Unternehmerin, wie unser erster Beitrag zeigt. Ob Bücher, Fastfood, Schuhe oder Handwerker. Das Einkaufen und Bestellen vieler Waren und Dienstleistungen hat das Internet bereits revolutioniert. Jetzt holt Pia Poppenreiter die Halbwelt der Prostitution ins Digitalzeitalter. Mit ihrer App Pepperit, einem Online-Sexdienst nach dem Lieferando-Prinzip. Prostituierte preisen sich hier mit Fotos und Selbstbeschreibung an. Der Kunde bestellt nach Geschmack und Postleitzahl und spart sich den Weg ins Bordell. Den Frauen möchte Poppenreiter helfen, dass sie ihrem Gewerbe als selbstbestimmte Sexarbeiterinnen nachgehen können. Ich finde, es muss nicht immer dreckig sein und abwertend oder erniedrigend. Und das war halt unser Ansatz bei Pepper damals, einfach zu sagen, okay, wir machen eine neutrale, wertfreie Buchungsplattform und geben diese Buchungsplattform als Werkzeug den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern in die Hand, um so damit zu arbeiten. Seit 2002 ist Prostitution in Deutschland nicht mehr sittenwidrig. Und mehrere hunderttausend Frauen und Männer verdienen hierzulande mit Sex ihr Geld. Ein Milliardenmarkt, auf dem jetzt Internetunternehmen mitmischen. Neben Pepperit, das Poppenreiter inzwischen verkauft hat, gibt es noch das Huren-Ebay Erotus oder Kaufmich.de. Aktuell feilt Poppenreiter an einem Pepper-Nachfolger. Ein bisschen Recherche im Milieu reichte aus, um aus der Wirtschaftswissenschaftlerin eine Sexunternehmerin zu machen. Also ich bin da wirklich auf Leute zugegangen am Straßenstrich und habe versucht, das Gespräch gesucht. Es war am Anfang noch schwieriger, jetzt einfacher. Habe beim Bordell geklingelt und habe einfach mal frech gefragt, ob ich mich an die Bar setzen darf. Die Geschichte von Pepperit zeigt einmal mehr, wie sich durch das Internet unser Umgang mit Sex verändert. Sei es Online-Pornografie, die Sex-Crowdfunding-Seite, Piggybank-Girls oder ein Internetstar wie die rappende Ex-Hure Schwester Eva. Ein Tabu ist käuflicher Sex im Netz schon lange nicht mehr. Ein Vorteil für Plattformen wie Pepperit ist die Medienkünstlerin Lia Sudermann überzeugt. Ich glaube, dass die Hemmschwelle, sich dafür anzumelden, für so ein Portal, natürlich sinkt, klar. Also die Hemmschwelle, selber Pornografie zu machen oder selber Pornos ins Internet zu stellen von sich, die ist ja auch wahnsinnig gesunken. Also es gibt ja viel mehr Amateurpornografie oder man ist selber viel eher bereit, sich selber zu zeigen. Vor allem Gelegenheitsprostitution wird durch die neuen Tools leichter und lukrativer. Nur 10 Euro bekommt Pepperit pro Buchung. Vom Freier. Die Prostituierten zahlen nichts. Die Plattform ist also kein digitaler Zuhälter. Johanna Weber nutzt Sexlieferdienste und bietet sich als Domina im Netz an. Regelmäßig erreichen sie jetzt Anfragen über ihr Smartphone. Also die schreiben natürlich da keinen Roman, sondern so ein erster Kontakt. Und er schreibt, sehr geehrte Lady Johanna, ich würde gerne heute Abend einen Termin bei Ihnen machen. Ihre Freier empfängt Weber in ihrem Wohnzimmer statt im Bordell. Und Pepper weiß, wer sie gerade besucht. So soll Prostitution sicherer werden. Für Johanna Weber geht dieses Konzept auf, auch finanziell. Und Geldnot ist nach wie vor der Hauptgrund, aus dem Frauen und Männer als Prostituierte arbeiten. Zum Beispiel? Leute aus dem Pflegebereich oder aus dem Sozialbereich, weil die Löhne und Gehälter sind da so niedrig, dass du kannst davon gerade eben so leben, aber einen Urlaub machen braucht man gar nicht dran denken. Und da kann ich das total super verstehen, dass die Frauen sagen, ach, dann mache ich sowas mal nebenbei. Lia Sudermann glaubt nicht so recht an das Bild von der freien und selbstbewussten Sexunternehmerin, wie es Pepper und Erotus propagieren. Denn ohne wirtschaftliche Not sind nur die allerwenigsten Menschen bereit, ihren Körper anzubieten.
egal ob übers Netz oder auf dem Straßenstrich. Da geht es dann eher um Leute, die das irgendwie freiwillig machen, um sich was dazu zu verdienen. Nur klar, man muss sich halt was dazu verdienen. Das ist ja das Problem. Prostitution gibt es bekanntlich nicht erst seit gestern. Und doch weiß man nur wenig über die Menschen, die als Sexarbeiter ihr Geld verdienen. Apps wie Pepper und Co. stellen mit ihrer Hochglanzoptik Sexarbeit als eine normale Form der Erwerbstätigkeit dar. Mit selbstbewussten Prostituierten und klaren Spielregeln. Das kann helfen, ihre Arbeit sicherer zu machen. Ändert aber nichts daran, dass es immer noch vor allem Frauen mit wenig Geld sind, die diese Arbeit ausüben. Kommen wir nun von den körperlichen Dienstleistungen zu den kulturellen. Um ein Hip-Hop-Konzert, das es gar nicht gab, aber irgendwie doch. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hi, wir sind die Orsons, wir sind eine Rap-Band aus Stuttgart. Also das Ozert, Hashtag Ozert, war ein fiktives Konzert. Wir hatten die Idee schon, ich glaube vor 2 Jahren, haben es jetzt aber erst durchgezogen. Das war ein Drehbuch, wie ein Theaterstück quasi für ein Konzert, das aber nie stattfand. Das heißt, wir saßen in einem Raum mit 25 Leuten, die so die Grundstruktur von dem Konzert gemacht haben. Da waren Hip-Hop-Medien mit dabei, Radios, Künstler und wir halt selber. Also im Vorfeld wurden auch Plakate gedruckt, Eintrittskarten, die wurden gepostet. Ganz viele Leute sind neidisch geworden. Es war das geheimste Konzert überhaupt. Wir haben gesagt, wir spielen unser neues Album zum allerersten Mal. Und das konnte man alles quasi unter dem Hashtag Ozert nachverfolgen, über 1,5 Stunden. Und in den Köpfen der Leute gab es auch ein richtiges Konzert, aber dieses Konzert gab es nie. Uns ist es generell wichtig, dass wir uns nicht langweilen. Wir mögen ausgelatschte Pfade wahnsinnig ungern. Und da war das eben so ein Ding, dass wir gedacht haben, hey, wenn wir in unserer Musik schon immer dafür kämpfen, dass wir nicht das Gleiche machen, was alle anderen auch vielleicht machen oder schon gemacht haben, dann wieso das Ganze nicht endlich mal auch auf diese Promophasen, diese mysteriösen Promophasen, die heutzutage so allgegenwärtig sind, übertragen und dort auch Innovationen suchen und quasi neue Wege beschreiten. Also es ging gleich von Anfang los, beim Track 1 ging es schon los, dass Seitenhandlungsstränge passiert sind, dass Fans oder andere User auf Twitter sofort neue Sachen dazu erfunden haben und so. Es war ein Riesenschlachtfeld an Freuden. Wir hatten einigen Leuten, die leider nicht vor Ort sein konnten, im Vorfeld bestimmte Zeiten gesagt, an denen sie eben bestimmte Tweets rausschicken sollten. So, und wir hatten aber von vornherein ein krasses Delay, es hat nicht funktioniert. Wir hatten aber auch nicht die Möglichkeit, den Leuten noch rechtzeitig Bescheid zu sagen, sodass diverse Leute dann zur ursprünglich ausgemachten Zeit völlig fehlplatzierte Tweets gesendet hatten, auf die wir dann reagieren mussten. Und da haben wir richtige Handstände machen müssen, um das in die Handlungsstränge noch einzubauen. Es hat insofern halt so dann eine Eigendynamik bekommen, als wir eigentlich schon fertig waren und quasi die Leute im Büro schon alles abgebaut hatten und weggegangen sind, haben aber Leute unter diesem Hashtag immer noch weiter getweetet, dass 2 Tage später immer noch die Leute noch weiter gefeiert haben und Dinge noch passiert sind. Leute sind auf Aftershow-Partys gegangen, es war wunderschön, also Beste der Welt. Die Digitalisierung erreicht die Ackerfurche. Precision Farming nennt sich die Verdatung der Landwirtschaft. Ob etwas und wenn ja, was dran ist an diesem Trend, das fragt unser nächster Beitrag. Nur der Bauer, das liebe Vieh, eine Sense und eine Mistgabel. Die Landwirtschaft der Zukunft wünschen sich viele Menschen möglichst nah an der Natur. Doch einige Landwirte investieren gegen den Ökotrend lieber in Technik. Auch sie wollen Tiere und Umwelt schonen, mit Computern und Robotern. Die Agrargenossenschaft Sonnewalde ist eine Vorreiterin auf diesem Gebiet. Alle Kühe von Landwirtschaftsmeisterin Maria Bergener tragen einen Transponder. Der sammelt die wichtigen Daten über das Tier und schickt sie direkt an Herde. Ein Programm zum Milchviehmanagement. Bei 500 Milchkühen ist es schwer, sich alles merken zu können. Also das Herde sagt mir unter anderem, wann die Kuh besamt wurde, wann sie kalben muss, wann Untersuchungen anstehen, wie viel Milch sie gegeben hat und wie viel Milch sie geben wird. Aber Bergeners Computer kann auch mehr. Ein Aktivitätsmesser meldet, wenn eine Kuh brünstig ist. Ein Computerprogramm berechnet anhand der Milchmenge den Futterbedarf.
So weiß Bergner immer, was ihre Tiere brauchen und kann sie optimal versorgen. Und Tiere, die so gehalten werden, fühlen sich wohler und werden seltener krank. Das ist jedenfalls eines der Versprechen des Precision Livestock Farming, wie die automatisierte Tierhaltung im Fachjargon heißt. Auch Henry Schoppe arbeitet bei der Agrargenossenschaft Sonnewalde. Er praktiziert Precision Farming auf dem Feld. Sein Traktor misst mithilfe eines Sensors, wie viel Dünger die Pflanzen brauchen. Der Düngerstreuer bringt dann die optimale Menge automatisch auf dem Acker aus. In der Theorie. In der Praxis verrechnet sich der Traktor manchmal. Wenn wir jetzt hier in dem Bestand messen werden, werden wir einen sehr hohen Stickstoffbedarf messen. Aber das liegt nicht daran, dass im Boden zu wenig drin ist, sondern das liegt zurzeit mehr daran, dass zurzeit eben sehr, sehr trocken ist. Das ist die Krux an der Technik. Sie verlässt sich auf die einprogrammierten Referenzwerte. Aber nur ein Landwirt wie Schoppe weiß, welche Faktoren diese Werte verfälschen können. Deswegen ist es auch so schwer zu sagen, ob Bauern durch Precision Farming tatsächlich Düngemittel oder Pestizide einsparen können. Oder ob Precision Farming nur ein neuer Werbebegriff von Saatgutfirmen wie Monsanto ist, um mit Nachhaltigkeitsthemen ihr Image aufzupolieren. Tatsache ist, viele Verbraucher misstrauen heute der Intensivlandwirtschaft. Und die Agrarindustrie verpasst ihrer Branche mit Precision Farming einen zeitgemäßeren Anstrich. Auch der Landmaschinenhersteller Amazone arbeitet gemeinsam mit Bosch und der Hochschule Osnabrück an der Umweltverträglichkeit seiner Geräte. Der Bonirob ist kleiner und wendiger als herkömmliche Landmaschinen. So soll er Böden schonen und jede Pflanze individuell umsorgen und abernten. Ziel ist, dass wir sorgfältig mit unseren Ressourcen umgehen können und dass das letzten Endes eine Landwirtschaft ist, die in Zukunft in besserem Einklang mit der Natur und mit unseren Ressourcen ist. Das klingt natürlich gut, beantwortet aber nicht die Frage, ob mehr Technik die durch industrielle Landwirtschaft und Tierhaltung erst verursachten Probleme tatsächlich lösen kann. Denn in erster Linie ist Precision Farming eine Weiterentwicklung und Verfeinerung des alten Systems. Und das steht unter großem Veränderungsdruck, weiß auch Harm Drücker von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Zukunft der Landwirtschaft wird auch immer mehr und mehr politisch oder gesellschaftlich geprägt. Ja, ich sag mal, die Gesellschaft verlangt auch einfach von der Landwirtschaft, dass man nachhaltig mit ihr umgeht und nachhaltig auch mit den Ressourcen umgeht. Und da ist Precision Farming natürlich ein ganz wichtiger Baustein. Der Ressourcenbedarf der Landwirtschaft, also Wasser, Acker und Weidefläche, ist gewaltig und wird mit dem globalen Bevölkerungswachstum weiter steigen. Deshalb ist jeder Versuch, die Lebensmittelproduktion auf dem Feld oder im Stall effizienter zu gestalten, zu begrüßen. Hierfür ist Precision Farming in erster Linie ein neues Werkzeug. Es kann die Landwirtschaft zum Positiven revolutionieren, es kann aber auch der Auftakt zu einer neuen Dimension automatisierter Monokulturen und Massentierhaltung sein. Die Gräslein können den Acker nicht begreifen, aus dem sie sprießen. Hildegard von Bingen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.